Und damit begrüße ich euch alle ganz herzlich zum heutigen Video, meine lieben Freunde. Schön, dass ihr mal wieder alle eingeschaltet habt. Heute gibt es mal ein Video über meine Einstellungen und über meine Fahrzeuglackierungen, da sich das ein paar von euch ärgern Männern gewünscht haben. So, also fangen wir doch gleich mal mit den Fahrzeugen an. Danach zeige ich euch mal so meine Settings, quasi welche Settings ich für den freien Modus benutze und welche Settings ich für One and Guns benutze. Und ja, also gut, bei der B11, also eher gesagt, ich zeige euch mal einfach mal so die Lackierungen für die vier Fahrzeuge, weil das sind so die Hauptfahrzeuge, die man ja eigentlich so benutzt im Normalfall. Also Luftfahrzeug, also wenn es euch zu schnell ist, dann macht einfach kurze Pause und ja, spult wieder zurück oder ja. Also gut, bei Steuerung habe ich hier die Gangsteuerung. Die Gangsteuerung ist bei der B11 empfehlenswert, damit ihr euch schneller dreht, aber das müssten ja die meisten von euch wissen. Gegenmaßnahmen habe ich Täuschkörper, gut. Ja, gut, die bringen genauso wenig wie die guten Düppel, da man die Dinger eh nie hört, aber das ist ja ein anderes Problem. So, aber egal, wir sind ja hier wegen den Lackierungen, aber dann zeige ich euch gleich die Steuerungen etc. und so gleich auch. Also gut, jetzt muss ich nur kurz selbst gucken. Also gut, bei Primärfarbe habe ich bei der B11 matt grau. Bei Sekundärfarbe habe ich matt schwarz und bei Design habe ich Nummer 9 Wildschwein mit weißen Spitzen. So, gut, dann gehen wir wieder raus aus diesem wunderschönen Gefährt hier und dann gehen wir gleich in die nächste Klapperkiste rein. Und so, also bei der Akula habe ich folgende Steuerung. Hier habe ich komfortable Steuerung. Also das mit den Steuerungen ist natürlich auch alles eine Geschmackssache. Der eine kommt mit der Seriensteuerung gut zurecht, der andere nur mit der Gensteuerung. Aber ich habe hier die komfortable Steuerung drin. Genau, bei Design habe ich Nummer 19, groß digital. Bei Lackierung, Primärfarbe habe ich matt grau wieder und Sekundärfarbe matt grau. Genau. So, das war's dann auch schon mit der Akula. Ich mache das hier alles ganz schnell, aber wie gesagt, ihr könnt ja, wenn es für euch zu schnell war, einfach kurz einmal zurückspulen und das Video pausieren in dem Moment. Gehen wir mal in den schönen Hunter hier rein. Der ist für die Nacht eigentlich ganz gut. Also von der Tarnung jedenfalls. Finde ich ihn richtig geil. Okay, also gut. Gegenmaßnahmen Düppel. Genau. Steuerung habe ich hier Rennsteuerung. Design habe ich Waldtarn. Lackierung, Primärfarbe matt schwarz und Sekundärfarbe matt grau. Ja, genau. Täuschkörper habe ich, glaube ich, schon gesagt oder noch nicht. Nee. Ja, auf jeden Fall hier habe ich auch die Düppel. Das sind die Flares nicht so gut. Aber wie gesagt, ist auch wieder eine Geschmackssache. Aber das mit den Gegenmaßnahmen braucht man eh nicht, da man die Dinger eh nie hört. Aber das ist ja, wie gesagt, ein wieder anderes Problem. Dann sage ich euch jetzt noch ganz kurz meine Lackierung von meinem Lieblingsfahrzeug, der Laser. So, also bei der Laser kann man nichts ändern, außer die Lackierung. Aber ich denke mal, das wissen die meisten auch. Hier habe ich bei Metallic, also bei Primärfarbe, Metallic Carbon-Schwarz. Und bei der Sekundärfarbe habe ich Metallic schwarzer Stahl. Genau, und diese Lackierung sieht einfach in der Nacht, also man sieht den Chat eigentlich nicht mehr wirklich, weil der ist nicht komplett schwarz, aber auch nicht komplett dunkel. Was? Nicht komplett schwarz, aber nicht komplett. Er ist nicht zu dunkel, so. Also die Lackierung ist auf jeden Fall ganz gut, aber ich denke mal, das kann man ja auch sehen, so wie der sich so. Also ja, der spiegelt sich halt auch so ein kleines bisschen und das ist halt bei Nacht nicht unbedingt verkehrt in diesen dunklen Farbton. Gut, genau, jetzt habe ich alles gezeigt, jedenfalls so was die Lackierungen und so angeht. Jetzt zeige ich euch noch ganz kurz meine Einstellungen. Dafür muss ich jetzt aber ganz kurz mein schönes Gesicht hier entfernen. Oder sieht man das an? Ne, komm, ich mach's kurz aus. So, jetzt müsst ihr mich leider, oder jetzt könnt ihr mich nicht sehen. Ich hoffe mal, ihr werdet das überstehen. Also gut, unterstützt das Ziehen voll, habe ich eigentlich immer drin. Es gibt jetzt aber, soweit ich weiß, keine wirklichen Unterschiede zwischen unterstütztes Ziehen teilweise und unterstütztes Zielen voll. Der einzige Unterschied, soweit ich weiß, ist folgender, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel im One and Gun seid und ihr nur gegen einen Spieler kämpft, genau, dann könnt ihr ihn halt anaimen. Und das geht genauso mit unterstützten Zielen teilweise. Nur beim unterstütztes Zielen voll könnt ihr quasi während ihr aimt hin und her switchen auf die anderen Gegner. Das ist für One and Guns gut,
wenn ihr es mit vielen Leuten spielt, aber an sich gibt es sonst eigentlich, wenn ihr jetzt gegen eine Person kämpft, keine Unterschiede zwischen unterstütztes Ziehen teilweise und unterstütztes Ziehen voll, soweit ich jetzt informiert bin. Gut, Steuerungstyp, Standard FPS 2, genau, das habe ich hier bei beiden. Ich habe früher auch immer auf der Standardsteuerung gespielt, aber dann habe ich mich dazu entschlossen, mich auf Standard FPS 2 umzugewöhnen. Da man einfach, wenn man mit dieser Steuerung spielt, dann kann man sich quasi, während man läuft, Munition kaufen, das Handy öffnen und das ist einfach zum Kämpfen dann doch irgendwie ein bisschen besser. Aber es ist natürlich schon eine gewisse Umgewöhnung. Ich habe da auch eine Weile gebraucht, bis ich mich dran gewöhnt habe. Genau, also gut, hier sind jetzt meine Settings für den freien Modus. Ihr könnt es ja kurz einmal abfotografieren. Ich scroll hier einmal ganz langsam runter. Dann könnt ihr euch diese Einstellungen einfach mal machen und dann seht ihr ja, ob ihr damit klarkommt oder ob ihr findet, diesen absoluter Dreck. Ja, nur bei dieser Einstellung hier unten ist es extrem wichtig, nämlich die Ego-Perspektive, Beschleunigung, Zielen, Umschauen Option hier, beziehungsweise ja, Einstellung. Also wenn ihr die ganz oben habt, dann wollt ihr und ihr macht quasi einen Raketenspam, dann könnt ihr das nicht machen. Also gut, ihr könnt das schon machen, aber es veraimt wie keine Ahnung was. Deshalb müsst ihr, falls ihr einen Raketenspam machen wollt, diese Einstellung auf ganz runterfahren und am besten ein Fitzelchen hier hoch, weil sonst ist es irgendwie auch wieder zu langsam. Genau, also hier sind meine Settings für den freien Modus. Falls ich jetzt ein One-and-Gun spiele, gut, ich habe jetzt auch keine richtigen One-and-Gun-Einstellungen, aber dann mache ich das hier einfach hoch und die beiden einfach runter und so spiele ich dann quasi One-and-Guns. Ja, sind zwar auch keine Hardcore-professionellen One-and-Gun-Einstellungen, aber ich glaube sogar, dass die gar nicht mal so schlecht sind. Genau, und so habe ich es halt wieder im freien Modus und ja, genau. Gut, hier ändere ich nie was dran. Einfach hier Ego-Perspektiven, Sichtfeld zu Fuß, ganz nach oben, dann seht ihr einfach mehr. Und ja, hier Ego-Perspektivenrolle aus. Wenn ihr das aus habt, dann seid ihr quasi, und wenn ihr in der Ego-Perspektive seid und ihr rollt euch, dann seid ihr quasi, während ihr die Rolle macht, dann quasi in der Third-Person-Perspektive, könnt ihr hier einfach mal testen, seht ihr selbst. Genau, im Ego-Perspektiven-Motorhaube an. So sieht man nur so sieht man dann, wenn ihr zum Beispiel im Fahrzeug sitzt oder wenn ihr im Kampfjet seid, wenn ihr dann in der Ego-Perspektive seid, nur die Außenansicht und nicht mehr das nervige Cockpit und somit könnt ihr einfach besser aimen, ist aber auch Geschmackssache. Third-Person-Deckung, ja, also im Ego-Perspektive, Third-Person-Deckung. Wenn ihr das anhabt, dann lehnt ihr euch quasi in der Ego-Perspektive irgendwo an und dann seid ihr quasi in der First Person. Vielleicht kann ich das mal ganz kurz zeigen. Nix da, Bella, ciao. Ich höre euch später an, nee, geht jetzt hier gar nicht. Oder muss das aus sein? Oh Gott, vielleicht habe ich noch irgendwas vertippt. Ja gut, müsst ihr einfach testen, aber ich glaube bei an. Nee, wisst ihr was, das teste ich jetzt ganz schnell. Haha, wir haben ja Zeit. Damit ich das Video auf 10 Minuten tracken kann. Lul, ihr wisst Bescheid, Leute. Geldgier ist mal wieder da. Okay, also gut, genau. Wenn ich jetzt in der Ego-Perspektive bin und mich jetzt irgendwo anlehne, müsste ich eigentlich in die Third Person gebracht werden. Ja, guckt, schaut her, genau. Ja, aber ich persönlich empfehle ja in der Ego-Perspektive jetzt generell nicht zu kämpfen, weil da gibt es eine gewisse Schießverzögerung. Aber diese Schießverzögerung bemerkt jetzt auch nicht jeder. Aber hier, vielleicht könnt ihr es sehen, wenn ich jetzt in der Third Person bin und ich schieße und ich roll mich und er kommt wieder hoch, dann schießt er quasi gleich. Und wenn ich dasselbe in der Ego-Perspektive mache, dann ist quasi hier eine kleine Verzögerung. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber so kommt man auf jeden Fall immer aus diesem Rollvorteil raus. Genau, dann könnt ihr kurz ein paar Screenshots machen. Hier, also wie ich das alles habe. Aber ja, dann macht euch das einfach alles mal und dann könnt ihr mir ja schreiben, wie ihr diese Settings fandet, beziehungsweise wie ihr die findet und ob ihr mit diesen jetzt aktiv spielt oder ob ihr eure alten lieber beibehaltet. Genau, ja, speichern und starten in GTA Online finde ich ganz gut, weil dann startet ihr immer gleich in den Online-Modus rein, nachdem ihr quasi GTA gestartet habt. Genau, jetzt habe ich alles erklärt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Teilen, weiterempfehlen, liken, ihr wisst, wie es geht. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, Double Peace und ciao, ciao, ihr Lieben.